So, wir sind, glaube ich, durch die Turbulenzen durch, wie angenehm. Es kommt ja manchmal vor, dass ein Vorgängerflugzeug extreme Turbulenzen hat und das dann weitergibt. Das hören die anderen mit und dann bereiten die sich schon dementsprechend vor. Manchmal fliegen sie auch ein bisschen drumherum, wenn es geht. Ist nicht immer machbar. Ja, also, ich bin immer noch in meinem Experience und ich glaube, es kommt noch ein Nachtisch. Jetzt kommt ja diese Steamed Rice und ein Erdbeer Vanille-Eiscreme-Melange auf Früchten. Und das war jetzt, glaube ich, ein Susai. Ein Susai. Ah ne, das war jetzt der Steamed Rice with Miso Soup und Japanese Pickle. Ah, Japanese Pickle. Okay, das ist also schon ein bisschen schwieriger. So, ich merke das Bild. Oh, wir sind aber noch, haben noch eine gute Helligkeit. Das war okay. Da kommen wir noch mit klar. Weil die machen jetzt natürlich dunkel. Alle sind schon am Schlafen. Der Horn ist wieder mitten lebendig bei der Geschichte. Große Freude, schönes Träumchen. Okay, lassen wir uns noch eine kleine süße Speise bringen. Mal gucken, ob sie noch ich würde noch einen grünen Tee nehmen. Grüner Tee ist natürlich schön. Und dann lassen. Yes. Voilà. Finde ich. You don't like bitterness? Yes, that's so really. It's really not. Sometimes it's okay, but this was too much. It's very strong, tasty, so. Yeah. So, last one is a dessert. Dessert, yes, sure. So, we have some kind of dessert today. This is tummy also we have, and another dish. Also ice cream we have. It's ice cream? Yeah. I take ice cream. Sure. Yes. Strawberry flavor with vanilla ice cream. Kanmi. I take kanmi and a green tea. Hot green tea. So, also nehmen wir noch ein bisschen grünen Tee, das habe ich gesagt. Dazu gibt es ein schönes Ice Cream. Und dann würde ich sagen, lassen wir uns das Bettchen machen. Da gucken wir uns mal an, wie die das Bettchen machen, wie das aussieht. Und dann räume ich das Bettchen eigentlich schon wieder ab, weil ich dann in die Besprechung will, was haben die uns denn alles an schönen Geschenken gegeben. Das wollen wir uns mal angucken. Das ist ein toller Flug. Wir haben noch 3 Stunden. Überleg mal, 3 Stunden. Da ist der Flug schon vorbei. Da sind wir schon in Honolulu. Aloha, hey. Aloha, hey. Und da fällt mir der wundervolle Song von Bata Illich ein. Kennt ihr überhaupt noch Bata Illich? Der hat damals gesungen. Ich hab noch Sand in den Schuhen von Hawaii. Und mein Herz. Dabei war der nie auf Hawaii. Das ist der Witz. Das ist wirklich kein Joke. Das ist wirklich der Witz. Ich kenne Bata schon sehr lange. Habe die große Ehre, ihn persönlich privat zu kennen. Und ich habe mit ihm auch Musik produziert. Und habe gesagt, pass mal auf, du warst ja damals, hast du diesen tollen Hit gehabt. Und ich würde gerne einen Nachfolgehit machen. Hat nicht ganz funktioniert, aber der Song ist sehr witzig geworden. Da machen wir, würde ich sagen, auf jeden Fall schöne Honolulu-Bilder, Waikiki, oder legen wir den Song drunter. Da war meine Idee, dann habe ich gesagt, pass mal auf, du musst in diesem Song erzählen, was aus den Schuhen von Hawaii geworden ist. Das war meine Idee. Und da haben wir gemacht, ich habe nur immer die Schuhe von Hawaii. Ich liebe es aber. Schön kitschig. I give you the wine. Last. Was not bad. It was really good. Good tasting. Ja, der hatte sehr viel Frucht, dieser Wein. So, das bedeutet,
der Hon hat früher sehr viel Musik produziert auch. Sehr viele Songs geschrieben. Da ist noch einiges hängen geblieben. Natürlich auch viel selbst gesungen, ist ja klar. Oh, schöner, heißer, grüner Tee. Also grünen Tee kann ich immer trinken. Vor allen Dingen, wenn der etwas länger pusht, also 3 Minuten hätte, dann steht man. Also das, der macht wach. Naja, und was soll man sich bei 3 Stunden noch hinlegen? Ist ja Quatsch. Bei 3 Stunden, das lohnt sich gar nicht. Eine Stunde hinlegen. Also ich sag mal so ein Stündchen, ein bisschen, das werde ich machen. Einfach mal das Bett probieren, um ein bisschen auszuruhen. Das mache ich. Aber ich werde dann nach einer Stunde gleich mich frisch machen, vorbereiten für Hawaii und dann geht's los. Das Aloha He, ja? Da ist Party angesagt, Hawaii. Machen wir ein paar schöne Tage, machen wir ein paar schöne Aufnahmen, zeige ich euch Hawaii. Da gibt es nicht viel, viele Dinge. Es gibt nur kleine, nette Orte, kleine, schöne Strände und Honolulu ist relativ eingeschränkt auf die Stadt. Natürlich gibt es Pearl Harbor und es gibt so ein paar. Und wir wollen natürlich, ich bin ja auch da, um die Hotels zu testen, also Designer Hotel. Natürlich gibt es ein Hyatt Hotel, es gibt das Trump Hotel, es gibt das Ritz-Carlton. Also gibt extrem viele gute Hotels da. Direkt aber an der Front ist das große Hyatt Hotel, das ist schon toll. So, und dann gibt es noch diese kleinen Hyatts, also auch so Ablegergeschichten wie bei Novotel und bei den anderen. Accor ist hier gar nicht vertreten, die sind Amerika noch nicht so weit, dass man sagen könnte. Aber die in Amerika sind, die Hotels sind auch nicht so toll. Und durch dieses Fairmont, ja, und gibt ein paar gute Fairmont, aber gibt auch ein paar Land unter, sage ich da nur. So, würde ich sagen, noch ein Eis und dann bereiten wir das Bettchen vor. Sage mir dann, ich hab noch immer die Schuhe von Hawaii und mein Herz denkt noch an dich. Es war der Sommer der Liebe für uns zwei im Sand von Hawaii, für dich und für mich. Sommer, Sonnen, Träume, zwei Herzen im Duett. Wir waren ganz alleine, der Strand war unser Bett. Wir wollten beide glauben, dass sowas nie vergeht. Doch unsere Sommerliebe, die hat der Wind verweht. Und immer wenn ich down bin und nicht mehr weiter kann, schließ ich meine Augen und sage mir dann, ich hab noch immer die Schuhe von Hawaii und mein Herz denk noch an dich. Es war der Sommer